Blumen. So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute ist mal irgendwie etwas komisch, das Headset aufzuhaben. Habe ich schon etwas länger nicht mehr gehabt, weil ich eher die ganze Woche nur ein Motorradhelm auf dem Kopf hatte. Ja, also was soll's. Kommen wir mal zum heutigen Thema. Und zwar habe ich gelesen, dass Fast and Furious 8 offiziell schon von Vin Diesel bestätigt wurde. Richtig geil auf jeden Fall. Schreibt es auf jeden Fall gleich mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dauert wahrscheinlich nur 3 Jahre oder so. Wahrscheinlich 2 Jahre, schätze ich mal, oder so wird es noch dauern. Aber leider ohne Paul Walker natürlich. Das ist ein bisschen schade, aber am besten sollen so 20 Fast and Furious Teile rauskommen. Die Serie ist einfach Serie. So eine Serie. Man kann es eigentlich als Serie bezeichnen. Die Reihe von Filmen Fast and Furious ist einfach so geil. Ohne Scheiß, der Simner ist schon richtig geil wieder gewesen. War einfach mega geil, fand ich. Also ein Ding, sollt ihr eigentlich zweimal reingehen in den Film, oder wenn er dann an Weihnachten kommt, der auf DVD raus, gönne ich mir auf jeden Fall gleich. Also einer der geilsten Filme, finde ich. Am besten sagt mal eure Meinung in die Kommentare zu Fast and Furious 7 und was ihr davon haltet, dass ein 8er Teil rauskommt ohne Paul Walker. Ob ihr das scheiße findet, ob ihr es gut findet, kann ja sein, dass ihr es gut findet ohne Paul Walker. Oder ob ihr es gut findet, dass überhaupt ein 8er Teil rauskommt. Richtig nice auf jeden Fall. Ja. Mehr gibt es dazu noch nicht zu sagen. Black Ops 3 Teaser wurde ja jetzt rauskommen. Sieht man ja jetzt, in welcher Zeit ungefähr Black Ops 3 spielt. Auf jeden Fall wieder in der Zukunft. Hat man ja schon gewusst. Ich weiß gar nicht mehr, so 2050 oder so. Spielt Black Ops 3 dann. Hoffen wir mal, dass keine Exosuits drin sind und so ein Scheiß. Dass mal richtig schön wieder like Black Ops 2 rasieren können. Und ja, dann zerfetzen wir da einfach mal wieder. Auf Black Ops 3 habe ich Bock, aber zurzeit auf Zocken eher nicht so. Ich habe zwar heute jetzt den Abend Zeit, wisst ihr Leute, aber keine Ahnung, Zocken habe ich nicht so Bock jetzt gerade. Schau mir lieber Fast and Furious 6 an, auf DVD habe ich den. Dann habe ich mehr davon irgendwie, da habe ich mehr Bock drauf. Also, Leute, schreibt alles in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das kurze Video heute mal gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ciao, Leute.